Bist du auch unmittelbar und erheblich betroffen von der Corona-Krise? Dann gibt es die gute Nachrichten, dass das Bundesministerium für Finanzen eine Verordnung erlassen hat, und zwar Ende März, mit diesen amtlichen Zeichen, die in Rot markiert sind, um dich zu entlasten, um dich zu unterstützen, damit du die Krise überwinden kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir haben über 40 Berater, die digital per Videokonferenz Unternehmen beraten, von der Gründung bis zum Exit. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Frage der Kostensenkung. Und dazu gehören natürlich auch die Vorauszahlung oder die fälligen Zahlungen an Steuern. Der erste Punkt, der in dieser Verordnung geregelt wird, ist, dass du einen Antrag stellen kannst auf Stundung. Und zwar sowohl für die Zahlungen, die fällig geworden sind oder die in Kürze fällig werden. Den zweiten Antrag, den du stellen kannst, ist der Antrag auf Anpassung der Vorauszahlung. Denn wenn die Umsätze runtergehen, werden auch die Gewinne runtergehen. Und deshalb ist auch für das Finanzamt logisch, dass dann auch die Steuern runtergehen. Also stell den Antrag auf Einkommensteuervorauszahlungsreduktion und auch für deine Körperschaftssteuer. Die dritte gute Nachricht aus dieser Verordnung ist, dass der Nachweis, der normalerweise zu erbringen ist durch Reduktion der Umsatzzahlen oder der Einnahmen oder der Gewinne oder die großen Verluste, dass dieser Nachweis nicht erforderlich ist. Also die Finanzämter sind angehalten, nicht streng zu prüfen. Die vierte gute Nachricht ist, dass für die Stundungsanträge keine Zinsen anfallen sollen. Das bedeutet, dass bis zum 31.12. du keine Zinsen aufzahlst und auch keine Säumnisgebühren veranschlagt bekommen sollst. Auf Antrag sogar kannst du das bis ins Jahr 2021 begründen, dass diese Gebühren und Zinsen nicht anfallen sollen. Als fünfte wichtigste Maßnahme empfiehlt das Bundesministerium für Finanzen auch eine Aussetzung der Vollstreckung. Das heißt, sowohl der Gerichtsvollzieher als auch die Pfändung deines Kontos ist erstmal untersagt bis zum Ende des Jahres. Und auch die Säumniszuschläge, die Säumnisgebühren entfallen auch bis zum 31.12.2020. Solltest du Hilfe bei der Antragstellung brauchen, so findest du auf unserer Webseite auf der einen Seite die Formulare zum Download, auf der anderen Seite aber können dir auch unsere Berater dabei helfen, diese Krise erfolgreich zu überwinden. Denn du bekommst einmalig einen Zuschuss über 4.000 Euro für unsere Beratungsleistung, wenn du ein Unternehmen hast, was von der Corona-Krise betroffen ist. Gerne kannst du also jetzt Daumen hoch machen, für das Video unseren Kanal abonnieren oder Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung deiner Krise. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.